vor dem Krieg aus, genauer in den 20er und 30er Jahren. Darum geht es ab heute Abend in einer Ausstellung in der Kölner Südstadt. 120 alte Fotos sind da zu sehen und die zeigen vor allem kölsche Siedlungen. Und besonders interessant wird es, wenn man mal guckt, wie die sich in den letzten 80, 90 Jahren verändert haben. Köln vorher, nachher. In Bickendorf geht's los. Bickendorf damals und Bickendorf heute. Kurator Frank Warder blickt auf eines seiner Lieblingsmotive, auf einem Foto und in der Realität. Wir sind hier am Rosenhof in Bickendorf. Hier wurde gebaut von 1920 bis 1928. Sehr typische Architektur von Rippan und Caspar Maria Groth. Und wir schauen hier den gleichen Blick wie auf diesem Foto von Werner Manns von 1928. Heute sehen wir da die Kirche, die 1928 noch nicht gebaut war. Und wir sehen hier, dass die GRG den linken Teil der Siedlung schon genauso saniert hat, wie es vor 80 Jahren war. Der rechte Teil wartet noch auf die Sanierung. Viele Anwohner wüssten gar nicht, in was für einem architektonischen Kleinod sie wohnen, sagt der Kurator. Der Rosenhof, eines der ersten Werke von Wilhelm Rippan, dem Architekten, der später auch Schauspielhaus und Oper baute. Die gesamte ockergelbe Siedlung ist mittlerweile ein Baudenkmal. Wegen der besonderen Architektur und wegen Licht, Luft und Bäumchen. Licht, Luft und Bäumchen sollte wiedergeben, dass die Siedlung hier sehr hell und freundlich gebaut wurde, dass viel Luft da war zum Atmen und dass eben auch Grün, wie man hier auf dem Platz auch sieht, vorhanden war, um angenehmes Wohnen zu ermöglichen. Denn die Menschen, die in den 20er Jahren nach Bickendorf zogen, kamen vor allem vom Land. Sie waren nicht gewöhnt, in mehrstöckigen Häusern zu leben. Wichtig war ihnen genug Platz, genügend Grün und Einkaufsgelegenheiten. Direkt an der Ecke findet Frank Warder das nächste Motiv. Wir erkennen hier die Kaufhalle, die zu dieser Zeit noch direkt in die Wohnanlage gebaut wurde. Weil es noch keinen öffentlichen Nahverkehr in der Form gab und die Leute keine Autos hatten, mussten also direkt wohnortnah einkaufen. Heute sitzt in der Kaufhalle die Geschäftsstelle der GAG. Ortswechsel, ein paar Kilometer weiter in Ehrenfeld, das nächste Highlight, die Siedlung Alpener Straße. Eine eher ungewöhnliche Wohnanlage. Die Gestaltung ist nicht typisch, ich würde sogar sagen, die ist hier einzigartig. Ich wüsste nicht, wo es in Köln noch mal so aussieht. Aber sehr typisch ist eben der weite Innenhof mit viel Grün drum und Platz, um Wäsche zu hängen. Für die eindrucksvolle Gestaltung der Kölner Siedlungen gab es zahlreiche Preise von der Stadt und auch vom Land. Backstein als Gestaltungselement, der findet sich am letzten Objekt für diesen Tag, dem ehemaligen Lebensmittelgeschäft von Albert Geier. Es hat sich nach der Sanierung im äußerlichen Erscheinungsbild nicht viel geändert. Innen drin ist natürlich alles modernisiert worden, aber außen sehen wir, dass der Wechsel von Backstein zu Putz und die Fensteranordnung, das Geschäft, alles gleich geblieben ist. Also über 80 Jahre hat sich an dem Bau nichts verändert. Insgesamt 120 Bilder hat Frank Warder zusammengestellt. Für den Laien sind es Fotos von ganz normalen Siedlungen. Für den Kenner von architektonisch hochinteressanten Bauten mit viel Kölner Geschichte. Ja, und wenn Sie sich die alten Bilder von Köln noch mal in aller Ruhe angucken wollen, die Ausstellung läuft noch bis zum 10. Juni im neuen Kunstforum im Alteburger Weil. Der Eintritt ist frei. Ja, und genauso